Kürzlich wurde ich gebeten, noch mal ein Video mit Karrieretipps für Frauen zu machen. Dachte ich mir, worin unterscheiden sich denn Frauen von Männern hinsichtlich ihrer Karriere? Und auf welche erfolgsbringenden Verhaltensweisen sollen Frauen im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen denn besonders fokussieren? Neben dem Fakt aus meiner eigenen Praxis, dass ich als Coach mit sehr vielen Frauen zusammenarbeite, habe ich recherchiert und in Erfahrung gebracht, was die bekanntesten Fachtitel, Persönlichkeiten und Autoren zu diesem Thema zu sagen haben. Die meisten Karrieretipps für Frauen lauten dann so ähnlich wie: sei sichtbar, übernimm Verantwortung, benutze weniger Konjunktive, entschuldige dich nicht so häufig, trage Statussymbole nach außen, werde nicht so Serviererin, delegiere mehr und so weiter und so fort. Wenn man nun genauer hinschaut, merkt man, auf welches bestimmte Persönlichkeitsmerkmal alle diese Karrieretipps für Frauen abzielen. In der Psychologie existiert das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit, kurz und bündig The Big Five genannt. Diese fünf Persönlichkeitsmerkmale gelten als stabil und kulturübergreifend. Man trifft sie in jeder Person an, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Die Big Five wurden in der psychologischen Forschung mehrfach bestätigt und repliziert. Sie lauten: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Ohne hier nun auf alle Faktoren einzeln eingehen zu wollen, der Faktor, auf den eigentlich alle Karrieretipps für Frauen abzielen, ist dieser hier: die Verträglichkeit. Menschen mit hohen Verträglichkeitswerten zeigen situationsübergreifend ein hohes Ausmaß an Verständnis, Wohlwollen und Mitgefühl. Sie schenken sehr viel Vertrauen, auch sehr schnell. Sie sind hilfsbereit und zählen auf die ausgleichenden Mechanismen zwischenmenschlicher Kooperation. Und ja, Frauen zeigen konsistent höhere Werte als Männer auf dem Faktor der Verträglichkeit. Aber Obacht, wenn auch wissenschaftlich gesichert, das sind Tendenzen. Sprich, es gibt natürlich auch Männer mit hohen Verträglichkeitswerten. Lasst uns also nicht alles und alle in denselben Topf schmeißen und sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben einen Job zu vergeben, der Französischkenntnisse zu seinen Anforderungen zählt. Wir haben eine Bewerberin und wir haben einen Bewerber. Beide sprechen Französisch auf Schulniveau. Tendenz bedeutet, dass der Mann nun eher sagt: Französisch, ja sicher, das hatte ich doch in der Schule, das kann ich. Und die Frau eher sagt: Französisch, ich hatte das letzte Mal in der Schule, ich muss das auffrischen. Verstehst du, was ich meine? Ist deine Verträglichkeit eine Karrierebremse? Personen mit hohen Verträglichkeitswerten laufen Gefahr, dass andere die Credits für ihre Leistungen einheimsen. Sie werden schneller übergangen oder übersehen. Andere setzen sich über sie hinweg. Zu verträgliche Personen machen den Fehler, Harmlosigkeit mit Moralität zu verwechseln. Sie können keinen Schaden mehr anrichten. Fühlst du dich angesprochen? Dann sage ich dir: sei gefährlich. Zeig Zähne. Sei eine Kriegerin, sei ein Krieger im Garten und nicht eine Gärtnerin oder ein Gärtner im Krieg. Und ja, mach dich sichtbar, übernimm Verantwortung, benutze weniger Konjunktive, entschuldige dich nicht so häufig und delegiere mehr. Ganz egal, ob du nun ein Mann bist oder eine Frau. Hab einen großartigen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Okay? Ciao, ciao.